Servus, Grüezi und Hallo, Dika ist wieder da zu einer neuen Folge von Chrono Trigger. In der letzten Folge wurde Chrono verurteilt. Naja, so wie das aussieht, haben wir ein kleineres Problem. Obwohl dieses kleine Problem nicht wirklich klein ist, sondern relativ groß. Dieser Mann, was ist ein Seditionist? Ach, dieser Mann ist ein Separatist, der den Versuch gestartet hat, das Königreich zu unterwerfen. Er wurde mit seinem, er wurde bei seinem Verfahren für schuldig befunden. Ich übergebe ihn euch, Also das ist das Monster, das die Prinzessin entführt hat. Seine Exekution wird in 3 Tagen stattfinden. Seht, dass er hier, dass er immer noch da ist, um ihr beizuwohnen. Ja, Sir! Wachen! Nehmt den Gefangenen weg. Oder nehmt den Gefangenen mit, oder was? Hey, sag mal, was haust du mich mit dem Schwertchen? Das könnte wehtun. So halbwegs. Ich sehe auch nicht wirklich gesund aus hier. Ah, HP und MP Restored. Ist eine schöne Sache, was? Hey, beruhig dich. Du. Okay, hier können wir ja nichts machen. Okay, wie oft soll ich dir noch sagen, du Dreckiger? Also wenn er sich nicht beruhigt, dann werde ich ihn beruhigen. Öffne die Tür. Aua! Das ist was dir passiert für das, was du nicht befolgst. Aha. Wie zum Teufel? Wieso zum Teufel hat er noch sein Schwert? Was glaubst du, was du da machst? Dich umbringen. Ganz einfach. Wo zum Teufel hat er noch sein Schwert her? Ich bin gerade ein wenig verwirrt, weil eigentlich... Es ist irgendwie JRPG-Logik, dass man einem Gefangenen seine Waffen nicht abnimmt, oder? Weil was anderes fällt mir jetzt leider nicht ein dazu. Hä? Wie soll ich da durchkommen? Geht das hier vielleicht auf? Wenn ich dich zumache, dann mache ich dich auf. Jetzt mache ich dich auf. Hä? Wie geht denn das hier auf? Ich bin ein wenig verwirrt. Bin ich ganz ehrlich. Ich bin ein wenig verwirrt. Wie komme ich da rein? Na egal. Später. Gehen wir einmal hier runter. Ich glaube, hier will ich noch nicht lang. Ich will einmal hier durch. Hi! Sentries! Au, da hat eine ganze Menge aus. Beziehungsweise nicht nur eine ganze Menge, sondern eine ganze Menge. Okay, oder auch nicht? Wow! Die sind irgendwie lustig, vor allen Dingen da, wo mir gerade auch der Fuß einschläft. Ja. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, was ich gekriegt habe. Da war ja was. Gucken wir mal hier lang. Vielleicht finden wir hier irgendwas Schönes. Er ist frei. Ei?
Neuer Gegner. Einmal der Lancer. Obwohl der auch nicht wirklich viel aushält. Dabei dachte ich doch eigentlich, dass Werwölfe nur gegen Silber anfällig sind. Es hat schon seine Vorteile, wenn man dann entsprechend die richtige Waffe mitbringt, oder? Ah, mir juckt der Fuß. Mir juckt der Töt. Okay, hier kommen wir natürlich auch nicht raus, was ein bisschen blöde ist. Ich ahne Übles. Da ist er! Oh nein. Royal Guards. Wieder einmal zwei. Aber ich sag mal so, wir sind zum Glück stark genug. Beziehungsweise unsere Waffe ist stark genug, um den Kerl den Gang auszumachen. Yay. Kommen wir durch? Ups. Bam. Ich frage mich... Ja, er ist bewusstlos. Eine Mitpotion, das ist ja schön. Bumm. Auch er dürfte bewusstlos sein. Und wir bekommen noch eine Mitpotion. Was haben wir denn da vor allem mit? Also eine Jungfrau. Eine weitere Mitpotion. Da ist die Guillotine. Da vorne ist wahrscheinlich der Weg, wo wir hin müssen. Also gehen wir mal hier lang. Ja. Was machst du? Was denkst du, was du hier machst? Dir einen auf rüberhauen. Jupp, jupp. Was mache ich? Dir auf die rüberhauen. Weil wenn ich dir nicht auf die rüberhauen würde, dann würde ich dir nicht auf die rüberhauen. Weil wenn ich dir nicht auf die rüberhauen würde, dann würde ich dir vielleicht auf die Wampe hauen. Und das wäre natürlich wieder äußerst uneffektiv. Ich wollte schon sagen, warum zum Teufel? Oh, ein Shelter. Das ist sehr schön. Ah, sehr, sehr schön. Oh. Wieder ein Lancer. Oder? Obwohl, nee. Ich glaube nicht, dass es ein Lancer war. Ich glaube, dass dass dieser Kerl einfach nur, ich sag mal, ein wenig lange schon gesessen hat. Warum zum Teufel hat er jetzt gerade auf den Sentry auf diesen Sentry umgewechselt? Ich verstehe es nicht. Ups. Also so war das jetzt nicht geplant. Und hopp. Sentry ist generell nicht so schwer. Obwohl sie, was ich gestehen muss, eine ganze Menge Erfahrungspunkte geben. Und das nicht so wenig. So, fangen wir einmal mit links an. Hier geht natürlich die Tür nicht auf. Da ist die Tür schon offen. Wir kommen einmal zur Seite. Ah, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Wir müssen einmal nach unten. Und hier geht's dann weiter für den nächsten Shelter. Ich meine, da geht's runter. Genau. Weil hier unten haben wir dann 1500 Gold und ein Silberschwert. Juhu. Da sieht man mal wieder, ich spiele dieses Spiel vorwiegend aus Erinnerung. Und da stehe ich auch zu. Weil es macht einfach Spaß, irgendwelche Spiele mehr aus Erinnerung zu spielen, als irgendwie auch alles nochmal zigtausend Mal durchzuspielen. Ich meine, es gibt ja auch Projekte, wo ich dann sage, jo, die musst du definitiv vorspielen, weil sonst wird es einfach langweilig für den Zuschauer. Aber dieses Spiel spiele ich für mich alleine. Beziehungsweise einfach nur, weil ich Lust drauf habe. Mi, 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 mi.
Hi. Da ist er! Ihr nervt mich. Also ich dachte eigentlich, die halten ein bisschen mehr aus. Aber ich irrte. Man kann ja nicht immer recht haben. Irgendjemand, Hilfe! Oder auch nicht. Au! Hi, Luca! Krone, ich bekomme nicht zu retten! Obwohl. Nun, sieht so aus, als ob du meine Hilfe überhaupt nicht brauchtest. Also wir sollten hier besser nicht zu lange rumlaufen. Aha. Dann zeig mal. Dragon Tank Design Specification. Oh! Okay, heißt also im Endeffekt, wir greifen den von einem sogenannten Dragon Tank, greifen wir dann bitte ausschließlich nur den Kopf an. Wie wir das machen, ist dabei relativ irrelevant. Ey. Ich möchte gar nicht fragen, was das ist, weil ich glaube, ich weiß, was mich da erwartet. Was ist das? Oh, oh. Vorwärts, Drachentank! Drachenpanzer! Time for... Boss Time! Wir wollen einmal ganz, ganz wichtig den Kopf angreifen. Weil der Kopf ist auf gut Deutsch das, was diesen Kampf relativ schwer macht. Wie ihr uns erkennen könnt, heilt der Kopf mit jeder Runde. Au! Wie ihr uns erkennen könnt, heilt der Kopf jede Runde. Windslash! Autsch! Wo zum Teufel ist das bitte schön? Ich frag mich. So. Boom. Das Ding tut weh. Oh oh. Ich sehe schon, worauf es hinausläuft. Sehr schöner Crit. Sehr, sehr schön. Ich glaube, das tut weh. Heilen wir uns mal ganz kurz, weil ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Vor allem, wenn der uns angreift. Au! Okay, das war doch gar nicht so. Doch war es. Firewall! Dann gucken wir mal. Ah ja, der Damage ist gut. Oh! Das ging fix. Das wiederum ist nicht gut. Vor allem, wo ich mich jetzt gerade schon wieder heilen darf. Ich mag sowas nicht, wenn ich mich dann irgendwie großartig heilen muss, weil irgendein Scheiß passiert, den ich nicht kontrollieren kann. Das war's? Das ging fix. Mein Drachen! Mein Drachenpanzer! Repariert es! Schnell!
Nee, lieber noch nicht. Da bin ich ganz ehrlich, ich heb mir das lieber für einen wesentlich späteren Zeitpunkt auf, wann ich denn hier... Oh oh. Wann ich denn hier irgendwie großartig was mache. Die machen gar nichts. Deswegen ist es ein wenig komisch. Die machen ja wirklich gar nichts. Sie entkommen! Also wie ihr seht, ich bleib einfach stehen, uns ist nichts passiert. Was? Aber Eure Majestät! Ihr wagt es sich, euch meinen Befehlen zu widersetzen? Nein, ich... Vergebt mir, my lady. Bleibt sofort da. Ja, 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 ja. Auf eure Knie. Seine Exzellenz König Gardia der 33. kommt vor euch, tritt vor euch. Vater. Ruhe, Nadia. Was? Deine Pflichten kommen vor deinem Schabernack. Du bist eine Prinzessin vor allem anderen. Mhm. Ja, ja. Genau, das ist kein Einfluss, das ist einfach nur Allgemeinwissen. Genau. Ja. Oh! Das ist aber auch interessant. Komm, Kono! Steht da nicht nur blöd rum! Ihn nach! Oh, Nadia. Yo! Die sind da! Verliert sie nicht! Es gibt nirgendwo mehr zu ran. Das ist auch eine schöne Sache. Wo muss ich hier hin? Das ist der einzige. Oh, ein Zeitportal. Jächen. Sieht aus wie eine Sackgasse. Ein Portal! Ein Tor! Ein Portal! Ein Tor! Ein Portal! Ein Marvel Superhero! Komm schon! Komm schon! Wir haben keine Idee, wo uns das hinführt. Wir können vielleicht nie wieder zurückkehren. Schluck auf. Wen interessiert's? Überall ist es besser als hier. Da hat's den Punkt. Prinzessin Nadia. Ja, na. Das ist absolut irrational. Weißt du das? Komm schon, Kono. Ich sehe, das wird lustig. Da. Sie sind verschwunden? Wo gelangen wir hin? Beziehungsweise. Wo zum Teufel sind wir hier gelandet? Das sieht irgendwie komisch aus. Aber wo sind wir? Also die Zivilisation hier scheint sehr, sehr weit fortgeschritten zu sein. Es sieht fast so aus wie in einer anderen Welt. Wo genau sind wir gelandet? Findet's heraus in der nächsten Folge von Chrono Trigger.